Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mass Effect 3 Let's Play. Mein Name ist Sirius und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir hier was von den Ragni zu sehen bekommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Video. Eine Waffe hat mitnehmen, da brauchst du nicht mehr. Ich würde sagen, eine Firestorm sieht so aus wie ein Flammenwerfer, oder? Das Ding jetzt noch nicht auslösen, wer weiß wie er. 250 können wir sehen, wie viel Sprit das hat. Da sind wir jetzt mal vorsichtig mit. Vielleicht habt ihr das beim letzten Mal gesehen, wie ich mit diesem Container runtergefallen bin. und damit echt nicht gerechnet habe, als ich das Spiel weiterspielen wollte. Ja, grundsätzlich wird es wohl nachher ein paar Entscheidungen zu treffen geben. Da bin ich sehr gespannt drauf. Sieht so aus. So, wenn das ein Netz ist und wenn ich kurz vorher einen Flammenwerfer finde, Skyrim lässt grüßen, werde ich das wahrscheinlich wegbrennen müssen. So, wenig Sprit hat hier gereicht, offensichtlich. Scheine ich hier runterspringen zu müssen. Oder? Ja. Uah, gesprungen. Ziemlich dunkel hier. Ah ja, endlich Taschenlampe an. Trotzdem relativ düster. Ich hoffe mal, Garrus will offenbar flambierten Turianer bekommen. So, ich probiere hier mal das nächste Netz auch wegzubrennen, ohne Garrus abzubrennen. Ja, da reicht wirklich so ein kurzer Schuss. Wenn ihr das noch nicht gespielt haben solltet, könnt ihr hier auf jeden Fall Flammen sparen. Was ist das denn hier? Um sie dann direkt hier wieder zu verschwenden, weil da nämlich irgendwie nichts ist. Wer weiß, wer weiß. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, oder ich habe mir jetzt einfach vorgestellt, dass da vielleicht irgendwas versteckt ist. Diese Dunkelheit macht es nicht gerade einfacher, Shepard. Stimmt. Alle bereit. Ja, und dieses schlecht animierte Wasser macht es jetzt auch nicht ansehnlicher. Ja, wer mich kennen sollte, weiß, ich habe ja generell wirklich wenig zu meckern über Mass Effect 3, aber das Wasser... Entschuldigung, das Wasser geht mal gar nicht, ja. Das ist nicht Next Gen, das ist mehr so Last Gen. So, da haben wir jetzt ein Netz. Hat das jemand gesehen? Ich hab's gesehen. Das sieht mir so aus, als würde das da ins Nichts führen. Und dem ist auch so. Anscheinend so ein paar Finden. Mann, Garrus erschreckt mich hier schon fast. Kann ich das aufnehmen? Nee, wahrscheinlich muss ich das verbrennen. Vorsicht! Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Vielleicht muss ich das auch nicht verbrennen und ich verschwende jetzt hier nur Sprit. Wer weiß das schon? Da ist eine Netzpanzerung. Ich glaube, es lohnt sich sicherlich, das hier so ein bisschen abzusuchen. Wer weiß, was es hier so zu finden gibt. Da geht es auf jeden Fall weiter. Oh, ist wirklich, wirklich richtig düster hier, oder? Das habe ich im ersten Moment gar nicht erkannt. Ich habe gedacht, dass hier, da hinten wäre so eine Finte gewesen und hier wird es dann wirklich weitergehen. Hier verschwende ich jetzt mal nicht meinen Sprit, weil da ist offensichtlich ja gar nichts, oder? Wollen wir doch gucken? Ah, komm, gucken wir mal. Hinterher schreibt wieder einer rein, bei Minute 3,53, da hast du das coolste Snipergewehr überhaupt verpasst. Und das wollen wir auch nicht. Ja, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Am Wochenende gab es so eine Aktion zum Mass Effect 3 Multiplayer. Da ging es darum, Rohlinge zu töten. Da war es, glaube ich, so, dass... Welches Datum haben wir heute? Den 19. Dass am 17., 18., 19. März 1 Million Rohlinge von der Mass Effect Community getötet werden mussten. Und wenn das erreicht wird... Was labern die da? Und wenn das erreicht wird, dann bekommt man so ein Special Pack irgendwie. Dafür musste man halt Rohlinge töten auf der Stufe Silber und dabei auch, naja, diese Welle überleben. Das habe ich gemacht, 2-3 Mal. Heute gab es da allerdings noch nichts Neues zu verbuchen an Erfolgen oder so. Da bin ich mal gespannt, ob da, ja, morgen dann... was war das? Hat mich hier so ein Ding angespuckt, oder was? Wahrscheinlich. Kann ich jetzt die Waffe wechseln? Ah ja, doch.
Ah ja, aber wenn ich die Waffe wechsle, habt ihr gesehen, lege ich den Flammenwerfer wieder hin. Oh, was haben wir hier? Hey. Fucking Eye. Wumm. Also, wie wir gerade gesehen haben, am besten hier auch die Eier alle platt machen. Ach, eine neue Firestorm. Also wieder ein toter Kroganer und ein neuer Flammenwerfer. Jetzt können wir mal Folgendes machen, wo wir den Flammenwerfer hier gerade noch haben. Brennen wir schon mal das Netz hier weg. Ich gehe jetzt mal nicht weiter. Wer weiß, was da gleich kommt. Ob ich dann vielleicht nicht mehr zurück kann. Auf jeden Fall konnten wir jetzt hier sehen, ihr könnt also hier ein bisschen Schaden verursachen, ruhig. Hier ist direkt... wo war es? Hier. Hier ist halt direkt der nächste Flammenwerfer. Also, ja. Ich heb den mal auf, dann habe ich den neuen, dann bleibt der Verbrauchte offenbar da liegen. Ja, es macht mir auch nicht den Eindruck, als wenn ich den jemand anderem zuweisen könnte, sage ich jetzt mal. Ja, wie gesagt, Multiplayer, ist das ein Thema für euch? Ich spiele es wirklich gerne, überraschenderweise. Ich hatte jetzt auch meine Truppen wirklich auf 100% hochgelevelt. Ich hätte jetzt auch meinen Charakter ins Universum fortschicken können. Wir haben Gesellschaft. Machen Sie sich fertig, Shepard. Husk? Was denn hier mit Gervus? Ja, sei ruhig sofort tot. Boah, hammerhart, was ist das denn? Da denkt man auch noch nichts Böses und ist man schon tot. Mensch, das ist jetzt der zweite Tod gewesen, den ich in Mass Effect 3 erlitten habe. Ich sollte mich mehr aufs Spiel konzentrieren, als wie hier irgendwelche Details zum Multiplayer rauszuhauen vielleicht. Ja, überbrücken wir mal die Ladepause mit Sinnlosem. Okay. Kann ich Fähigkeiten benutzen? Ja, kann ich. Ja, könntet ihr euch mal um die anderen Leute hier erstmal kümmern? Ich gehe mal hier hoch. Komisch, wieso gab's da gerade... Was ist das? Barrierenmotor. Kann ich ihn wegflemmen? Nee, offenbar nicht. Ich werf mal was drauf. Liara rennt da natürlich wieder nach vorne wie doofe. Sind wir eigentlich auch schon fast gewöhnt. Was liegt hier? Muni? Ach hier, guck mal, eine kleine Spinne am Boden. Ich versuche die mal um zum Laufen. Kleine Spinnen, kleine Spinnen, kleine Spinnen. Und von hinten ein bisschen Schaden machen. Ja. Komisch, jetzt sag mir mal einer, warum ich da vorhin gestorben bin. Weiß auch keiner so genau, oder? Das sind dann so Szenen, wo die alle sagen, ey, Sirius, voll Noob und so. Was hast du denn da gemacht? Ich mache jetzt hier alles platt, in der Hoffnung, dass ich noch einen Flammenwerfer finde. Grant, Anwesenheit von Rachni bestätigt, modifiziert und sehr gefährlich. Endlich was zum Umlegen. Hier ist noch nichts. Hab mein Kroganer durch ein Schlundloch verloren. War keine gute Route. Wir müssten das Nest also in diesen Tunneln finden, richtig? Die Reaper-Truppen sind hier, um uns fernzuhalten. Tja, indoktrinierte Rachni sind natürlich bitterböse, würde ich sagen. Jetzt habe ich mir noch gesagt, Mensch, die Rachni sind unsere Freunde, aber indoktriniert, wer sich da an Saren oder Saren erinnert, wie er ja unterschiedlich in den Teilen hieß, ja, mit denen ist halt nicht zu spaßen. So, ich laufe das Ganze hier noch ein bisschen ab. Nächste Firestorm. Okay, da das Ei hätte ich damit noch platt machen können. Ja, da auch noch welche, egal. Sieht mir im Moment so aus, als würde ich genügend von dem Zeugs hier finden. Oh, immer mehr, Mensch, meine Fresse, ey. Sehe ich auch so. Finden wir raus, warum. Gab's hier noch irgendwas? Nee, oder? Soll ich da nochmal runterspringen? Entschuldigung. Doch, da ist irgendwas, oder? Haha, da. Schrotflinten, Schreddermod. Die einzigste Waffe, die ich nun mal absolut gar nicht spiele, ist Schrotflinte. Ich meine auch, gehört zu haben, erzählt bekommen zu haben, dass man hier halt noch so ein Upgrade für die Sniper findet.
Ja, weiß ich nicht. Muss ich morgen nochmal meinen Arbeitskollegen fragen, mal gucken, ob ich so weit komme, um das zu finden. Nicht, dass ich wieder hier irgendwas doppelt im Livestream spielen muss. So, können wir ein bisschen Sprit sparen. Ach, komm. Er ist aber robust. So, hier ist das nächste Netz. Sonst geht es hier, glaube ich, so oder so nirgendwo weiter. Wenn ich das richtig sehe. Flemmen wir das mal weg. Uäh, Spinnennetzasche. Wir sind blockiert, Shepard. Verstanden. Wie kommen wir daran vorbei? Was soll das bedeuten? Wir sind blockiert. Das sieht wichtig aus. Ja, das war ja mal wieder ein Rätsel, du. Oh mein Gott. Ein Glück, dass ich das lösen konnte. Also rätseltechnisch hätte man sich hier ruhig ein ganz klein bisschen mehr einfallen lassen können, denke ich immer noch. Das ist schon wieder die nächste Firestorm. Dann brenne ich mich hier. Es scheint ja so, als wenn man zurückgehen kann. Shepard! Alle okay? Dann müssen wir wohl einen anderen Weg suchen. Na los! Was war das für ein Lärm, Shepard? Klang gar nicht gut. Was war? Einsturz. Wir sind auf Wo war denn der Einsturz, bitte? Ich hätte sie ungern ausgegraben. Sie verletzen meine Gefühle. Ja, ja. Also irgendwas hat das Spiel jetzt wohl versäumt zu zeigen. Offensichtlich. Den Einsturz. Also hier geht's nämlich jetzt nicht weiter. Okay, cool. Erster richtiger Bug, den wir hier finden. Garrus, geh mal nach da. Verarscht. Was gibt's hier? Das ist scheiß Spurenkapseln. Komm, Garrus, kannst du wieder mit uns mitkommen? War nur ein Scherz. War jetzt, glaube ich, auch sinnlos, weil ich da hinten hergehen konnte. Ey, meine Güte, was die Dinge aushalten. Ah, es gibt zwei Wege. Ich weiß jetzt, was den Kundschaftern zugestoßen ist. Was haben Sie gefunden? Schwerer Angriff. Der Anführer hat befohlen, Waffen tief in die Höhlen hineinzubringen. Er wusste, dass das nächste Team Hilfe brauchen würde. Sie sind gestorben, damit wir eine Chance haben, zur Zentralkammer zu kommen. Los! Ist hier irgendwelche Zeichen an der Wand? Nee, ne? Da deute ich jetzt irgendwie zu viel rein. Sah auf jeden Fall aus wie eine versteckte Höhle. Aha. Reaper-Tech bergen. Das nicht versäumen, wenn ihr das Spiel spielen solltet. Gucken, was das gab. Ah, Credits, okay. Komisch, die eine Hälfte lässt sich wegbrennen, die andere Hälfte offensichtlich nicht. Wirkt jetzt so ein bisschen buggy hier in der Höhle, ja? Also eigentlich sieht die schon cool aus hier, oder? Mit dieser leuchtenden Decke und so. Aber ein bisschen buggy. Ich
Ich habe mich auch mittlerweile ein bisschen verlaufen, muss ich gestehen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, aus welcher Richtung ich gekommen bin. Aus der hier offensichtlich nicht. Bam. Also, das Ding ist eh leer. Oh ja, okay, die kann man noch abknallen. Gucken, was haben die Jungs denn dabei? Na, eigentlich nichts, was da helfen würde. Pass mal auf. Oh, fliegen gar nicht. Das ist natürlich jetzt eigentlich auch scheiße, obwohl das ja Flammen sind. Lässt sich diese Wand hier offensichtlich nicht zerstören. Hm. Ah doch, die ja. Komisch, oder? Aha. Vielleicht irgendwie ein Trick dabei. Eine Wand lässt sich zerstören, eine nicht. Mal gucken, weil die gehen definitiv nicht kaputt. Sieht aus wie eine letzte Nachricht. Sie soll an eine Asari namens Ereba auf der Citadel übergeben werden. Mini-Auftrag im Tagebuch, also im Logbuch würde ich jetzt sagen. Ich finde das Logbuch, diesen Missionsüberblick, ein bisschen unübersichtlich. Ich hätte mir da ganz gerne eigentlich eine Unterteilung zwischen Haupt- und Nebenmissionen sowas gewünscht. Also ähnlich vielleicht bei Skyrim auch, dass man eine bestimmte Mission aussuchen kann, die dann angezeigt wird und sowas. Das finde ich ist ein bisschen, ja, könnte besser gemacht sein. Ich habe immer die ganze Zeit... Okay, ah... Uhr, muss ich hier hin? Ne, von hier bin ich noch nicht gekommen. Okay, da gehen wir jetzt noch nicht rein. Moment. Ich weiß, hier muss irgendwo was sein. Ich weiß nur noch nicht wo. Oh Mann. Ich hab die böse Befürchtung, ich übersehe irgendwas. Ich bin der Meinung... Mir wäre erzählt worden, es wäre hier in der Nähe von einem toten Kroganer. Aber hier sind ja andauernd tote Kroganer. Also vielleicht meint er auch die mit den Flammenwerfern hier. Na okay, ich würde sagen, wenn es hier nicht lang geht, da war einer. Also eigentlich ist es ja schon ein bisschen linear, also. Aber vielleicht verläuft man sich trotzdem. Gehen wir mal hier weiter. Das sieht mir ganz schwer nach Reaper-Tech aus. Geht mal fliegen. Komisch, diesen Barrieremotor. Ich hätte gedacht, den könnte ich vielleicht direkt angreifen. Gucken, ja, ich habe jetzt hier eigentlich gar nichts, was dagegen wirkt. Müsste ich den Flammenwerfer mal ablegen, würde ich sagen. Ich hoffe mal, das hat mir geholfen. Mann, ich dachte, ich hätte die Pistel in der Hand. Oh, erste größere Gegner. Die wir ja sonst nur aus dem Multiplayer kennen. Ich finde gerade, weil man schon, oder weil ich jetzt viel Multiplayer gespielt habe, bin ich jetzt noch gar nicht so sonderlich geschockt. Ah, also man kennt die Typen ja halt schon alle. Die Kannibalen. Weiterhin Druck machen. Hey, Firestorm aufheben. Ah, sieht auf hier. Also eigentlich sehen die Höhlen ja cool aus. Da gibt es ja jetzt nichts hier mit den Felsen und so. Was denn das?
Eine Höhle. Von da bin ich ja gekommen. Oh, ich übersehe die Hälfte 100 pro. Oh, Menno. Unten bleiben. Sie darf sie nicht anvisieren. Oh. Ich würde sagen, der Flammenwerfer ist hier eine schlechte Wahl. Sehen die geil aus von da an. Die erlebt man ja sonst nicht, so ein Slow-Mo im Singleplayer. Wer wird jetzt hier noch als Feind angezeigt? Diese kleinen Monsterviecher oder was? Wahrscheinlich, ne? Müssen ganz in der Nähe sein, Shepard. Harte Kämpfe. Zähe Mistkerle. Verluste? Alles in Ordnung. Zornige Kroganer kämpfen besser. Ja, also in das Loch habe ich reingeguckt, da hinten in das Loch habe ich reingeguckt. Hier kann ich, glaube ich, noch nicht raufgehen im Moment. Ist hier noch irgendwas? Nö. Toter Kroganer. Ach, hier sind überall so kleine dunkle Höhlen, seht ihr das? Macht denn nicht die Taschenlampe an hier? Kann man die eigentlich separat anschalten? Ich glaube nicht, oder? Ah, toll, Schrotflinten-Reserve-Munition. Genau das, was ich haben wollte. Wo ich ja keine Schrotflinte spiele. So. Was ist das eigentlich? Ist das irgendwas, was... Achso, habe ich das schon zerstört? Man weiß es nicht. So, wie viele Minuten haben wir rum? Oh Mensch, Leute, schon 22 Minuten rum. Während ich hier viel zu langsam mich mit den Ragni irgendwie beschäftige. Ich würde sagen, ich mache hier mal ein kurzes Break im Gameplay. Wenn euch das interessieren sollte, geht's auf jeden Fall direkt im nächsten Video weiter. Wenn ihr sagt, Mensch, so 20 Minuten Mass Effect 3 reichen mir eigentlich, dann könnt ihr eine Pause machen und vielleicht einfach morgen weiter gucken oder so. Ja, auf jeden Fall geil, dass ihr dabei wart. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein.